Hallo, herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir gerade bei den Herren des Waldes waren, in ihrer sehr hübschen Hütte. Ihr solltet vor allem auch mal einen Blick in den Keller werfen, wenn wir schon mal hier sind. Er ist genauso schön. Ja, mit so Käfigen, überall Haken an der Decke und für was das hier benutzt wird, ich weiß es nicht, ich möchte aber auf jeden Fall von hier verschwinden. So, jedenfalls, sie haben uns aufgetragen, dass wir mit dem Dorfältesten von Nidavöhr über ein Problem im Dorf reden sollen. Haben uns auch einen Dolch mitgegeben, aus irgendwelchen Gründen, die noch nicht so ganz klar sind. Jedenfalls werden wir jetzt nach Nidavöhr zurückreiten. Ich habe leider keinen Schnellreisepunkt in Nidavöhr, weil ich zwar in dem Dorf schon Hab mal schon war, verzeiht. aber irgendwie den Schnellreiseposten leicht außerhalb des Dorfes nicht mitgenommen habe. Deswegen müssen wir das nochmal durchreiten. Jetzt haben wir auch die Markierung. Was habt ihr zur Panik? Und diese Banditen, die mir gefolgt sind, folgen die mir immer noch? Ernsthaft? Das sind aber hartnäckige Viecher. Okay. Hätte gut damit leben können, wenn ihr einfach da in einem komischen Lager weiter existiert hättet. Und wenn ihr mir folgt, dann kann ich euch natürlich auch umbringen. Hattet ihr irgendwas außer leicht entzündliche Fässer? Scheint nicht. Naja, gut, schade. Hallo. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Na schön. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel. Unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde.
Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Seit 3 Jahren? Also so lange ist der Krieg doch noch nicht her, oder? Also 3 Jahre? Ich dachte, der Krieg hätte das erweckt. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Ja, in der Tat haben wir von diesem Bösen schon gelesen. In einem Buch, schon eine ganze Weile lang her. Ich glaube, ich sollte das Buch aber immer noch dabei haben in meiner Privatbibliothek. Ethisch sortiert oder irgendwie? Perlen, ne, ältere Blut. Oh Gott. Das kann ein bisschen dauern. Sie, die da weiß, genau, das hatten wir schon mal gelesen. Der es darum geht, dass es mal angeblich mal irgendwann 4 Herren des Waldes kamen. Eine Älteste davon und 3 Töchter. Und irgendwann wurde die Älteste weggesperrt. So mehr oder weniger. Also, die töteten die Mutter, begraben sie im Sumpf und unter einer Eiche und sowas. Das ist tatsächlich die uralte finstere Macht, der wir uns jetzt entgegenstellen dürfen. Mit dem im Hinterkopf sollten wir vor allem eins nicht vergessen. Wir dürfen nicht trauen, was uns von dieser Macht erzählt wird oder nicht. Die ist mindestens genauso hinterlistig wie die Herren des Waldes. Und die Herren des Waldes sind beileibe keine Frauen, denen ich meine Kinder anvertrauen würde. Oh, bleib mal lieber hier. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Geh fort. Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht! Ich hätte noch etwas gerade Silber, okay? Komm schon, jetzt renn doch nicht von mir weg, Mann. Ich eins hasse, und das Gegner, die von mir wegrennen. Der Macht sein.
Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Das interessiert die Dinger nicht. Bestiariums-Eintrag für. Sieht nicht so aus. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern. Töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Venen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Hast du nicht vergessen, irgendwas zu erwähnen, ne? Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder, ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen nach Art Serbien. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Die Mumen. Was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Velen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck.
Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. Endrigan, sehr schön. Problem aus der Welt geschafft? Fragezeichen. Ich glaube, ich spoilere hier mal ein ganz kleines bisschen. Ja, wir haben was relativ Böses aus der Welt geschafft. Ja, die Mumen sind auch nicht besser. Ja, ich würde eher sagen, die Mumen sind fast noch eine Ecke schlimmer, weil sie Erfolg haben mit dem, was sie tun. Aber diesem Geist oder was auch immer. Hier zu helfen, macht die Sache nur noch schlimmer. Ja, es rettet die Kinder. Ja, der Geist hält auch sein Wort und rettet die armen Kinder. Aber... Magie, ein Ort der Macht. Was hier sonst noch passiert, das möchte ich nicht in den Mund nehmen. Hallo? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Das willst du gar nicht wissen, mein Freund. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie machen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Tja, der Geist sagte, dass sie Mumen durch abgetrennte Ohren hören. Dadurch bekommen sie abgetrennte Ohren. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ah,
Schwert weg, Junge! Ey, warum ist der sogar noch süßer? Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Ach. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Doch dich konnte sie nicht täuschen, tapferer Recke. Du hast die Welt von einem großen Übel befreit. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen! Bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge.
Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fiel uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Raus, weg hier. Komm zurück! Nein, weg, alles raus hier. Tschüss. Er ist gekommen, dich zu holen! Sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Seid jetzt auch noch Wahrsagerin? Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Diese Viecher gehen einem unter die Haut. Und nicht auf die gute Art und Weise. Gut, aber wir haben nicht nur rausgefunden, was mit Ciri hier passiert ist, sondern wir haben auch noch rausgefunden, wer die alte Frau hier ist, nämlich die Frau vom Baron, Anna. Vielleicht sollten wir ihm mal davon erzählen.
So prinzipiell zumindest und so. Gehen wir mal nach Krähenfels zurück. Hey, es brennt mal nichts. Das ist ja mal was ganz kreativ Neues. So, ich werde aber die Folge beenden, bevor wir mit dem Baron sprechen. Ich wollte nur schon mal hier hochgehen, falls irgendwas auf dem Weg dahin passiert, was aber anscheinend nicht der Fall ist. Ansonsten würde ich gerne beim Handwerker die Folge beenden, um mal zu schauen, ob ich schon mal für den nächsten Stufenaufstieg unsere neue Ausrüstung herstellen und vorbereiten kann. Aber ob ich das schaffe und so, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.